Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, schönen guten Morgen zum zweiten Teil unserer Webinarreihe Unsichere IT mit unserem Stargast, dem Tobias Schrödel. Ich werde auch guten Morgen, hallo. In wenigen Sekunden an den Tobi übergeben. Nur kurz, um was es heute geht. Heute machen wir mal erstmal eine kleine Zeitreise, um zu sehen, wo kommen wir her. Und danach schauen wir uns das Thema EDR an, beziehungsweise wie können wir uns denn jetzt gegen aktuelle Bedrohungen schützen? Aber dazu später mehr. Jeder kann während des Webinars Fragen stellen. Ihr habt im GoToWebinar-Panel habt ihr die Möglichkeit, Fragen an uns zu schicken, die wir dann im Nachgang beantworten. Also einfach reintippern und wir schauen uns das dann zum Schluss an. Aber genug der einleitenden Worte. Tobi, leg los. Du kannst dein Bildschirm übertragen und anfangen. Genau, dann schalte ich auch mal an. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dies und Das über diesmal EDR, Endpoint Detection and Response. Ein Thema, das ich persönlich sehr spannend fand, wo ich mich aber zugegebenermaßen auch ein bisschen vorbereiten musste, denn eigentlich wäre das ein Thema, das der Rüdiger erzählen sollte, da er von F-Secure kommt und das eigentlich dort auch beheimatet ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Gelegenheit, ein bisschen dazu zu erzählen und habe mir lange überlegt, was machst du denn da? Und der Rüdiger hat schon gesagt, kam ich auf die Idee, eine kleine Zeitreise zu machen, denn EDR ist quasi das Nonplusultra, das Aktuelle in Sachen Malware und Viren erkennen und Ähnlichem. Und das passt ganz gut. Wer zufällig heute meinen Blog-Eintrag gelesen hat, gestern auf den Tag genau vor 11 Jahren gab es eins der, ich möchte mal sagen, interessantesten Partys, die die Welt jemals gesehen hatte. Und zwar hat Professor Stephen Hawking, den sicherlich jeder kennt, eingeladen in die Universitätsräume in Cambridge war es. Und der Haken an der Sache, er hat ein schönes Buffet aufgebaut, ein Champagner kalt gestellt und dann kam keiner zu der Party. Das war etwas ärgerlich, glaube ich, wenn du da so groß auffährst und ein Buffet hast und alles und dann erscheint keiner. Allerdings war Stephen Hawking gar nicht böse, denn er hat ehrlich gesagt auch gar nicht mit Gästen gerechnet, was daran lag, dass er eben keine Wissenschaftler eingeladen hat, sondern Zeitreisende. Er wollte eigentlich diskutieren über das Phänomen der Raumzeitkrümmung nach Albert Einsteins Theorie. Kann man ja da in der Zeit zurückreisen, wenn man Raum und Zeit nur stark genug krümmt. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, dann lade ich doch mal ein und Leute, die in der Zeit reisen können, die kommen dann vielleicht auch aus der Zukunft. Und es ist aber keiner gekommen. War auch nicht so schlimm, er hatte eh noch ein bisschen was zu tun, denn als das Buffet wieder weggeräumt war, hat er dann die Einladungen verschickt für eben diese Party, zu der keiner kam. Passt ja auch zeitlich, weil es sollten ja auch die Leute in der Zukunft lesen. Insofern war es in dem Fall tatsächlich egal, dass er die Einladungen nachher erst geschrieben hat. Für uns etwas komisch, aber wie auch immer. So, und wir machen etwas Ähnliches. Wir machen heute auch eine Zeitreise und zwar über die Viren dieser Erde. Mit was hat es denn angefangen? Wie kamen denn überhaupt Antivirenprogramme auf den Markt? Warum? Und wie haben sich die ganzen Programme entwickelt? Das heißt, wir fangen an mit einem, ich nenne es jetzt mal, dem ersten Antivirusprogramm, das wirklich noch einen Schadcode ganz gezielt angegriffen und gelöscht hat. Wir gehen weiter über signaturbasiertes Auffinden von Schadcode, was eine Heuristik ist, wann die angesetzt hat und kommen dann eben zum Thema EDR. Also das, ich nenne es jetzt mal als kleine Definition, ist vielleicht übertrieben, aber was ist denn das? Wir werden weggehen von dem auffälligen Verhalten eines Rechners oder eines Prozesses und EDR beleuchtet und begutachtet quasi alle Rechner im Netz und schaut einfach über einen längeren Zeitraum, was die tun, mit wem die sprechen, wie die sich verhalten, wann die eine besonders hohe Auslastung haben, wann sie eher idlen und nichts tun und merkt sich das, sodass dann am Ende des Tages, wenn an einem Rechner was Komisches passiert, das sofort auffallen würde, denn das ist dann ein untypisches Verhalten. So, aber wir springen in der Zeit. Als erstes ändere ich den Font, der wird noch älter als hier dieses Teletextbild. Wir springen zurück in das Jahr 1949.
John von Neumann, ein in Ungarn geborener Mathematiker, war der Erste, der quasi eine Thesis über selbst reproduzierende Systeme definiert hat. Also quasi eine Theorie über Programme, Computersysteme, die sich selbst wieder erschaffen und replizieren, sodass das heute als die Grundlage oder die theoretische Grundlage für das Programmieren von Computerschädlingen gilt. Also das ist schon eine ganze Ecke her. Allerdings wurde es dann relativ lange ruhig, nämlich bis ins Jahr etwa 1971. Bob Thomas hat ein kleines Experiment, das war noch im ARPANET, geschrieben, und zwar einen kleinen Rechner, einen kleinen Virus nenne ich es jetzt mal, der sich Creeper nannte. Wobei Virus ist vielleicht ein bisschen falsch, denn Creeper war keine Malware im klassischen Sinne, sondern tatsächlich einer der ersten sich fortbewegenden Softwareprogramme, die es gab. Lief auf TenexOS, das ist eine DEC-Mainframe gewesen. Und dieses Programm hinterließ auf dem Monitor eben eine Nachricht. Ihr könnt sie hier lesen. I'm the Creeper, catch me if you can. Das wurde später ja auch als Filmname verwendet. Allerdings hatte das weniger was mit Creeper zu tun. Was Creeper noch ein bisschen unterscheidet von den Viren war, dass es sich quasi nur von Rechner zu Rechner fortbewegt hat. Sprich, auf dem alten Rechner blieb es nicht. Sobald es sich repliziert hatte auf den neuen, hat es sich auf dem alten gelöscht. Es sprang also quasi von A nach B und blieb dann dort quasi neu aktiv und schrieb seine Meldung wieder auf dem Bildschirm. 1971 auch ein ganz entscheidendes Jahr für mich, denn da habe ich quasi das erste Programm, was man üblicherweise schreibt, ist Hello World. Das war auch bei mir der Fall. 1971 habe ich Hello World gesagt. Und Sie sehen da, ich lechze schon nach dem nächsten Essen auf diesem Bild. Aber es geht tatsächlich weiter, denn Creeper war noch nicht am Ende. Creeper Version 2 wurde von einem Mann namens Ray Tomlinson angepasst und dann änderte sich nämlich was ganz dramatisch. Creeper sprang nicht nur von Rechner zu Rechner, sondern Creeper kopierte sich von Rechner zu Rechner. Das heißt, es blieb auf dem alten und auf der neuen Mainframe, das heißt plötzlich zwei Versionen, bei der dritten dann drei und vier. Das war also praktisch der erste Wurm, den es tatsächlich gab. Ray Tomlinson hat dann Reaper geschrieben und das gilt tatsächlich als das erste Antivirus-Programm, denn Reaper war ein Programm, das ebenfalls von Rechner zu Rechner sprang, aber nur eine einzige Aufgabe hatte, nämlich Creeper zu löschen, wenn es denn dort vorhanden war. Deswegen gilt das heute noch tatsächlich als erstes Antivirenprogramm, wenn man es mal so klassisch betrachten will. Allerdings, wie gesagt, nur auf eben dieses Creeper, das vorher schon unterwegs war. Der Name Ray Tomlinson dürfte dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein. Und Ray Tomlinson gilt nämlich als Erfinder der E-Mail. Ich habe da auch ein ganzes Kapitel habe ich ihm gewidmet in meinem aktuellen Buch, das auch was für Kinder ist übrigens, also nicht nur für Erwachsene. Ray Tomlinson hat die E-Mail erfunden und hatte den Auftrag gar nicht. Also was tatsächlich passiert ist, er hatte den Auftrag, ein Programm zu schreiben, das mit dem man Dateien von einem Rechner zum anderen kopieren konnte. Und irgendwie war er früher fertig als geplant und wusste mit seiner Zeit nichts anzufangen und hat dann quasi einen Programmcode aus diesem Programm genommen und in Send Message gepackt. Send Message war ein Befehl, mit dem man damals auf diesen Großrechnern eine Nachricht hinterlassen konnte für den Nächsten, der sich an diesem Rechner anloggte. Es gab also noch gar nicht die Möglichkeit, eine Nachricht von einem Rechner zum anderen zu schreiben. Und man hat einfach den Programmcode übernommen und hat quasi so die E-Mail erfunden und auch das @-Zeichen eingeführt. Denn er musste ja sicherstellen, dass User mit gleichen Usernamen an verschiedenen Rechnern zu unterscheiden sind. Deswegen ist eine E-Mail heute noch so aufgebaut mit Name, @, ich sage jetzt mal rechner.com oder de. In dem Fall haben wir ja mittlerweile die Domains mit dran. Ganz witzig, kleine Anekdote am Rande. Ray Tomlinson wurde mal gefragt, warum er die E-Mail erfunden hat. Er sagte, ja, ehrlich gesagt habe ich es gar nicht gewusst. Ich habe es einfach gemacht. Aber ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass das genutzt wird, weil es machte für mich damals zumindest überhaupt gar keinen Sinn, warum man sich von einem Rechner zum anderen überhaupt Nachrichten schicken sollte. Wie wir alle wissen, hat es doch was gebracht und E-Mail und Messenger-Dienste sind ja heute gar nicht mehr wegzudenken.
Weiter geht's. Können sich viele vielleicht noch daran erinnern, 1972, Kampong, das ist jetzt kein Schadcode. Ich habe nämlich auch ein paar Spiele noch in meine Zeitreise mit eingebaut, an die sich vielleicht der ein oder andere noch erinnert oder gerne zurückerinnert. Pong von Alan Alcorn war eigentlich nur eine Übungsaufgabe, die er von seinem Chef bei Atari bekommen hatte. Und er hat die umgesetzt. Und die Idee war so gut, dass eben dann Atari das Programm übernommen hat und tatsächlich auch released hat. Allerdings war die Idee zu Pong geklaut. Es gab vorher schon eine Art Spielkonsole, eine Odyssee hieß die ganze, und da konnte man drei Bälle hin und her bewegen. Sah ein bisschen anders aus, aber die haben Atari dann tatsächlich wegen Ideenklaus verklagt. Aber man muss dazu sagen, Pong kennt jeder, war das erste kommerziell erfolgreiche Computerspiel. Im gleichen Jahr gab es einen Artikel von Veit Risak, da ging es um selbst reproduzierende Automaten mit minimaler Informationsübertragung. Sie hieß das. Und das ist tatsächlich eine der ersten Arbeiten, die einen Virus beschreibt. Zu Forschungszwecken ist das Ganze. Und der wurde von Veit Risak in Assembler eben programmiert und hat wohl, so ist auch auf Wikipedia und in mehreren Artikeln zu lesen, einwandfrei funktioniert. Es gibt meines Wissens keinen Code mehr davon. Ein Assembler-Programm, damals auf einem Siemens 4004-35. Ja, kennt vielleicht auch noch der eine oder andere von euch. 1974, ich überspringe jetzt mal ein bisschen, weil für mich war da nicht viel los, habe ich entdeckt, dass man mit der Zunge auch Menschen ärgern kann und die auch mal rausstrecken kann. Also es war eine lange Zeit, war es auf dem Virenmarkt relativ ruhig. Und erst ein paar Jahre später ging es dann weiter. Aber zwischenzeitlich kamen noch ein paar ganz, ganz spannende Computerspiele raus. Space Invaders, könnt ihr euch vielleicht erinnern, 1978 eine Riesenaufmerksamkeit. Warum ist dieses Spiel so eingeschlagen? Ganz einfach, ein Jahr vorher kam der erste Star Wars-Film auf den Markt und es war quasi die ganze Welt im Star Wars- und Weltallfieber. Deswegen, ja, ganz klar, dass hier Space Invaders so eingeschlagen hat. Kleine Anekdote, gerade in Japan sind Spielhallen ja sehr beliebt. Und in Japan wurde, als Space Invaders auf den Markt kam, tatsächlich wurden die 100-Yen-Münzen im Land knapp. Und es gab tatsächlich ein bisschen Probleme und die Banken mussten dafür sorgen, dass hier mit LKWs dann die Münzen wieder schneller transportiert wurden, weil die Leute einfach nicht mehr spielen konnten in den Spielhallen, weil dann niemand mehr Kleingeld hatte für sie. Ein Jahr später, Asteroids, eins meiner Lieblingsspiele damals, mit 70.000 verkauften Automaten, übrigens eine der größten Erfolge in der Geschichte der Computerspiele. Damals natürlich noch in so einem Arcade-Gehäuse. Ganz entscheidend, Sie sehen es auch, es war eines der ersten Spiele, das ausschließlich Vektorgrafik nutzte. Und gerade durch das Flimmern der Monitore damals mit 50 oder 60 Hertz Wiederholungsrate wirkte das Ganze einfach total super. Ein Jahr später, eines meiner Lieblingsspiele, Pac-Man. Der Name Pac-Man, eigentlich hieß es Puck-Man. Denn unser Spielstar, unser Hauptdarsteller, ist ja eher ein Puck, der Gelbe. Und durch dieses Öffnen und Schließen des Mauls wird auf Japanisch Paku Paku genannt, also Mund auf, Mund zu. Und deswegen hieß das Ganze Puckman. Und bis es in die USA kam, da sah man zwar auch, dass der eher aussah wie ein Eishockey-Puck, allerdings hatte man Angst, dass aus Puck oder Puckman eher ein Fuck, also Fuckman wurde und dass das Spiel dadurch verunglimpft wird. Und deswegen hat man Puckman in Pacman umbenannt und es auf den Markt gebracht. Und deswegen kennen wir es so, aber ursprünglich war es ein Puckman. Im gleichen Jahr habe ich ein großes Trauma erlebt. Ich wollte eine Profifußballkarriere starten und habe tatsächlich auch das Aufnahmetraining beim FC Bayern geschafft. Und Sie sehen rechts also mein Mitgliedsausweis damals, E-Jugend war das, für mich, also stolz wie Oscar, wie auch immer, aber Sie sehen selbst, ich habe ein kleines Manko. Und zwar ist auf meinem Mitgliederausweis, damals musste der Präsident unterschreiben, der war damals Winnie O. Hoffmann, der lebt sogar heute noch, und der war anscheinend gerade nicht da oder auf Urlaubsreise. Und er hat eben nicht unterschrieben. Und ich Also für mich war das total dramatisch, weil das Ganze für mich mehr oder weniger, es war einfach nicht vollständig.
Und ich habe da wirklich, also muss ich gestehen, jahrelang ein Trauma gehabt, weil auch meine Mitspieler mich echt geärgert haben und gesagt haben, komm, den hast du da irgendwo aus dem Schrank geklaut, so nach dem Motto, du gehörst doch gar nicht dazu, wie auch immer. Also das begleitet mich und wir werden darauf nochmal zurückkommen. Also mindestens 35 Jahre habe ich darunter gelitten, dass ich hier wirklich ohne Unterschrift des Präsidenten vom FC Bayern hier nur so einen halbscharigen ja, Mitgliederausweis hatte und wie gesagt, Trauma über viele Jahre. Andere Menschen waren in diesem Jahr schon deutlich weiter als ich. Jürgen Kraus, Dr. Jürgen Kraus, muss man dazu sagen, schrieb damals an der Uni Dortmund eine Diplomarbeit und hat etwas geprägt, was wir heute auch in diesem Webinar schon mehrfach genutzt haben, nämlich den Begriff des Computervirus. Und er war der Erste, der eine wissenschaftliche Arbeit über Computerviren geschrieben hat, also quasi. Allerdings ging es gar nicht darum, hier über Schadcode, sondern er hatte die Aufgabe von seinem Professor bekommen, sich vorzustellen, dass Computer und Rechner irgendwann vielleicht, wenn sie ja, ausgefeilter und besser werden, ein eigenständiges Leben haben können. Also sowas wie eine KI, wie wir heute ja auch schon versuchen. Und da hat er sich gedacht, okay, wenn ich darüber schreibe, dann ist auch gerade Selbstreproduktion ist eine Voraussetzung für Leben, weil sonst können wir uns, wenn wir uns nicht fortpflanzen, sterben wir aus. Also muss sich auch ein Rechner entsprechend fortpflanzen. Also es war keine Arbeit über Schadcode, aber die erste wissenschaftlich fundierte Arbeit über, nennt es mal, Computerviren. Und er hat eben den Satz da reingeschrieben, dass ein Computerprogramm, das schreibt man übrigens mit 2 M, sehe ich gerade, sich wie biologische Viren verhalten können und auch in dem Fall müssen. Ich war mittlerweile anders beschäftigt, denn da kamen Frogger und Donkey Kong auf den Markt. Bei Donkey Kong vielleicht eins noch, der Jumpman, also dieser einfache Mensch, der da bei Donkey Kong sein Mädchen retten muss, der ist das erste Mal auf dem Markt und das, wenn Sie genau hingucken, das ist eigentlich Mario, der später mit Mario Kart hier ja noch große Erfolge feiern wird. Und die Geschichte heißt, dass er als einfacher Tischler, sage ich jetzt mal, diesen großen Affen unter sich hatte und dieser sich erniedrigt fühlt und deswegen die Pauline, so heißt die Frau, die da oben gekidnappt ist, eben als Geisel genommen hat und sich auf einer Baustelle versteckt hat. So viel zu dem Thema, was hier Donkey Kong nochmal hatte. Habe ich also rauf und runter gespielt, kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es da irgendwie Tage gab, wo ich nicht gespielt habe. Besser wurde es erst an Weihnachten 1981, denn da hat mir meine Großmutter, die heute noch lebt, 98 Jahre ist mittlerweile, diesen ersten, für mich ersten Heimcomputer geschenkt, ein Sinclair ZX Spectrum mit 48 Kilobyte. Mit dem habe ich dann angefangen, das Programmieren zu lernen, mit diesen Gummitastaturen. Sie kennen vielleicht den ZX 81 noch, der war noch schlimmer, aber ich habe das Teil geliebt und das war wirklich etwas Grandioses. Auch da gab es dann irgendwann Datasetten mit Donkey Kong und ähnlichen Spitze. Aber ich schweife ab, wir kommen zurück zu unseren Nieren. Da geht es ja darum. Jetzt haben wir sehr viel wissenschaftliche Arbeiten gehört, viel Theorie. 1982 endlich geht's los. Der erste Computervirus betritt quasi die Welt, geschrieben von einem 15-jährigen Schüler. Rich Skrenta heißt er und das Ganze hieß Elk-Cloner. Der ja, junge Mann war Schüler auf der Mount Lebanon High School und hat quasi ein Bootsektor-Virus geschrieben, der also Disketten befällt und wenn der Rechner, ein Apple II in dem Fall, von dieser Diskette gebootet wurde, dann hat er sich in den Speicher geschrieben und quasi, wenn die Diskette gewechselt wurde, sich auch auf die dann ja, reproduziert, kopiert und eben sich so weiter verbreitet. Er hat nicht viel gemacht, er hat eigentlich nur mitgezählt, wie oft Disketten gewechselt wurden und bei jedem 50. Mal erschien dann ein Text, also da stand dann sowas: It will get on all your disks, it will infiltrate your chips. It will stick to you like glue and it will modify RAM too, also den Speicher auch. Das war die einzige Nachricht, die kam. Was aber ganz interessant ist, weil ich immer wieder höre, Mensch, ich habe ja ein Apple, ich brauche doch kein Virenprogramm, oder? Schauen Sie, der erste Virus war ein Virus für ein Apple. Also der erste Virus, der wirklich in der Wildnis auftauchte. Das spricht ja dann schon Bände. Natürlich braucht man auch Antivirenprogramme und Antivirensoftware für Apple-Geräte. Aber das
wissen die meisten von Ihnen selbst. Ein Jahr später kam Dragon Slayer. Können Sie sich erinnern? Das war also grafisch unfassbar. Ich habe gedacht, ich werde bekloppt. Warum? Naja, ganz einfach. Es war eine Laserdisc, es war ein Computerspiel in Spielhallen natürlich, also man musste noch eine Mark reinschmeißen, keine animierte Figur mit Pixeln, sondern es war quasi ein interaktiver Zeichentrickfilm mit mehreren vorgegebenen Sequenzen. Man musste schlicht und ergreifend nur im richtigen Moment den Joystick in die richtige Richtung bewegen, um hier durchzuspielen. Das Ganze dauerte, wenn man alles richtig macht und durchgekommen ist, ich habe es nie geschafft, 28 Minuten gab es da und wie gesagt, also von der Grafik her unfassbar, aber es liegt einfach daran, das waren fertig vorgegebenen Sequenzen, die also nicht wirklich reagiert haben, sondern dann nur eine Sequenz an die andere reihte, wenn man im richtigen Moment die richtige Richtung hat. Viel interessanter fand ich Impossible Mission auf dem C64. Kennt bestimmt auch noch der eine oder andere. Sprachausgabe auf dem C64, eine der besten überhaupt. Sie können sich erinnern, Another Visitor, dann sagt er, stay a while, stay forever. Und hat mich viele, viele Lebensstunden gekostet, dieses Spiel. Ja, vielleicht hat es Sie mehr gekostet, denn ich habe es auf dem C64 gespielt. Wenn Sie das Ganze auf einem Atari gespielt haben, insbesondere in den USA, also mit die NTSC-Version ist hier betroffen, da gab es einen Programmierfehler. Und dieser Programmierfehler war so fies, denn der machte das Spiel tatsächlich unlösbar. Sie konnten es also definitiv nicht gewinnen, was ein bisschen absurd ist, weil das Programm ja Impossible Mission hieß und es damit durch seinen Programmierfehler tatsächlich auch wirklich impossible war und zur Impossible Mission wurde. Also, kleine Anekdote, das hieß nur so, aber war auf dem Atari schlicht und ergreifend nicht zu lösen. 1986 geht es dann los. Und zwar mit Brain. Brain war der erste Computervirus für MS-DOS. Und warum Sie hier Mikro sehen auf diesem Bild, erkläre ich gleich. Denn F-Secure war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht auf dem Markt. Aber erstmal ein bisschen was über Brain. Brain war, wie gesagt, der erste Computervirus für MS-DOS-Systeme. Die Idee war, eine Software gegen ja, das Klauen eines Programmes zu schreiben. Also der Virenautor wollte quasi sein eigenes Urheberrecht schützen. Das waren drei Brüder aus Pakistan. Und die Besonderheit war, die haben also quasi etwas im Bootsektor, der Disketten gemacht und haben also das Lesen deutlich verlangsamt, haben aber, wenn sie also erkannt haben, dass es eine geklaute Software ihres Programmes war, auch ihren Namen und ihre Telefonnummer auf den Bildschirm geschrieben, beziehungsweise im Quellcode, im Programmcode hinterlassen. Das heißt, man wusste genau, wer diesen Computervirus Brain 1986 geschrieben hat. Und Mikko hat offensichtlich hier auch eine Diskette in der Hand mit diesem Code, mit diesem Schadcode, dem ersten, und hat, und deswegen dieser Screenshot auf YouTube, gibt es ein tolles Video, 2011, also 25 Jahre nach dem ersten Virus, diese drei Autoren in Pakistan besucht und interviewt. Lohnt sich, gucken Sie mal rein, ist auch sicherlich die eine oder andere Anekdote für das Verkaufsgespräch von F-Secure-Produkten mit dabei, die man hier mal mitnehmen kann. Weiter geht's. 1987 wurde die erste heuristische Antiviren-Engine released, allerdings noch ein bisschen anders ja, als das, was man heute tut. Deswegen, da kommen wir später noch mal kurz drauf zurück und erzählen noch ein bisschen mehr. 1988, tada, unter dem Namen Datafellers, nicht F-Secure oder noch nicht F-Secure, wird die heutige F-Secure gegründet, die sich, Rüdiger, du korrigierst mich, 1999 entsprechend umbenannt hat und so heißt, richtig? Ganz genau. So, perfekt. Wenn man bei Wikipedia guckt, ich habe es ja schon mal hingeschrieben, Vorreiter einsetzen von mehreren Scan-Engines, aber das, glaube ich, brauche ich hier nicht machen. Rüdiger, du wirst ja auch nachher noch ein bisschen was erzählen, ja, was ihr jetzt für Produkte aktuelle habt, und wir lassen mal die damalige Zeit 1988 weg, aber sicherlich ein Meilenstein und auch kein Unbekannter. Ein Jahr später gab es dann für euch gleich richtig Arbeit. Da kam nämlich das sogenannte AIDS-Virus auf den Markt. Das ist von einem Biologen programmiert worden, Joseph L. Popp Jr. Der hat das Ganze in Quick Basic 3 geschrieben. Also das war jetzt sicherlich kein Virus, der besonders klein war, sondern wahrscheinlich auch sehr auffällig. Ja,
Es war auch eigentlich ein Programm, der Folgendes machte. Er klingt ein bisschen nach Ransomware, ist es auch ein bisschen zumindest. Also ich nenne es jetzt mal den Vorläufer der Ransomware, denn was Joseph L. Popp mit dem AIDS-Virus programmiert hat, war ein Programm, das Dateinamen verschlüsselte. Also nicht die Daten selber, sondern nur die Namen der Dateien und auch der Verzeichnisse und so quasi den Rechner lahmlegte. Das ganze Interessante ist, er forderte 189 Dollar. Jetzt muss man dazu wissen, dass Bitcoin ja erst 2008 erfunden wurde. Das heißt, sowas wie virtuelles Geld gab es noch gar nicht. Deswegen hat Joseph L. Popp darum gebeten, diese 189 Dollar, Sie können sie auch lesen, als Scheck an ein Postfach nach Panama zu schicken, also per Post, um dann eben per Post auch quasi das Programm zum Entschlüsseln der Dateinamen wiederzubekommen. Das ist ein völlig neuer Übertragungsweg, denn, Achtung, jetzt kommt's, dieser Virus hat sich ja praktisch nicht verbreitet, sondern der gute Mann hat sage und schreibe 20.000 5¼ Zoll Disketten per Post verschickt, auf dem dieses Programm war, das dann die entsprechenden Rechner lahmgelegt hat. Festgenommen hat man ihn letztlich in Holland am Flughafen in Schiphol. Der Typ war ein bisschen verwirrt, sage ich jetzt mal. Er hatte den Plan, weitere 2 Millionen Disketten zu verschicken. Allein die Kosten, der ist also quasi mit seiner Ransomware in Vorkasse gegangen. Es hieß, er war also geistig wohl nicht ganz auf der Höhe jemals und ein bisschen seltsam. Und es gibt auch Geschichten davon, dass er im Gefängnis öfter mit Lockenwickler in seinem Bart rumgelaufen ist, um irgendwelche Strahlen abzuwehren. Das ist vielleicht ein bisschen seltsam. 1989 kam Tetris auf den Markt. Sie sehen ja, ich habe 1984 noch daneben geschrieben. Warum? Ganz einfach, weil Tetris 1984 erfunden wurde, und zwar in der Sowjetunion in der damaligen und erst 1989 über Ungarn quasi in den Westen gelangt ist, beziehungsweise schon ein Jahr früher, aber dann erst wirklich groß wurde, als der dem Nintendo Game Boy beigelegt wurde. Interessanterweise, obwohl es ein paar, ja, wie soll ich sagen, rechtliche Fragen gab. Keiner wusste, wem es gehört. Wie gesagt, aus der Sowjetunion geklaut und dann rüber. Und Nintendo hat es einfach gemacht. Und wir wissen ja, dass es durchaus ein Erfolg wurde. Und eine kleine Anekdote noch. Alexei Paschitmov, zeig den mal. Was haben wir hier? So schaut der aus, der gute Mann. Der hat also Tetris erfunden und hat an dem Spiel aber überhaupt kein Geld verdient. Und zwar deshalb, weil er es in der Sowjetunion quasi unter kommunistischem Regime geschrieben hat und Nintendo damit dann Geld gemacht hat. Aber er sagt eins und hat ein schönes Zitat mal gesagt, was Tetris so ja, süchtig machen ließ. Also warum hat man das immer gespielt? Und er sagte einfach mal, Tetris ist deshalb toll, weil es so einfach ist. Du erledigst ständig Aufgaben und löst sie so gut es geht. Doch was übrig bleibt, sind eben nur deine Fehler. Die hässlichen Löcher auf dem Spielfeld, also bist du stets motiviert, auch noch diese Aufgabe zu lösen. Und das, glaube ich, trifft es total gut. 1989 war ein Jahr, in dem nicht nur durch Viren die Gefahr immer mehr stieg, sondern auch deshalb, weil ich in diesem Jahr ja, quasi auf den Straßenverkehr losgelassen wurde. Das sah ja auch noch ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Ein bisschen frischer als heute. Aber wie gesagt, auch das. Aber da kann F-Secure jetzt nichts dran lösen. Ich habe aber versucht, möglichst ungefährlich durch die Gegend zu fahren. 1990 kam der erste Stealth-Virus auf den Markt. Also ein Virus, der sich tatsächlich vor Antivirenprogrammen verstecken will. Das hat er relativ gut gemacht. Es war ein Bootsektor-Virus und der hat also Folgendes gemacht. Während er aktiv war, hat er quasi den Bootsektor nicht nur überschrieben, sondern sich quasi eine Kopie des Bootsektors aufgehoben. Und während er im Speicher aktiv war, hat er quasi den alten Bootsektor gelassen, sodass also niemandem auffiel, dass hier etwas nicht in Ordnung war und dass hier ein Virus aktiv ist. Im gleichen Jahr kam, ich möchte mal sagen, einer meiner Favorites auf den Markt, der Casino-Virus. Da ging es darum, dass man ja, sehr billig, sehen Sie hier auch programmiert, also in Textform, ja, ein Jackpot hatte. Also man konnte quasi einarmiger Bandit spielen und hatte 5 Versuche. Und wenn man in den 5 Versuchen das Glück hatte, 3 richtige ja, Pfundzeichen zu haben, dann war die Festplatte gerettet.
Und wenn man das Pech hatte, dass man das nicht schaffte, dann war die Festplatte gelöscht, also der hat die fett gelöscht, dann waren die Daten weg. Und es gab aber auch die Möglichkeit, mit 300 Fragezeichen die Telefonnummer des Schreibers, des Autors dieses Virus zu bekommen. Und ganz toll ist, F-Secure hat ja alles. Rüdiger, vielen Dank nochmal dafür, dass du mir da was zukommen hast lassen. Die haben diesen ganzen Code aufgehoben und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wie Casino tatsächlich läuft. F-Secure hat den Code quasi aufgehoben und ich lasse den jetzt mal hier in so einer DOS-Box starten. Wir haben jetzt 5 Versuche und jetzt müssen Sie sich echt mal vorstellen, dein Rechner ist infiziert, deine ganzen Daten sind möglicherweise weg. Und du hast hier 5 Versuche und wir machen es jetzt einfach mal live und schauen mal, ob wir durchkommen. Erster Versuch. Okay, 3 unterschiedliche, nichts gemacht. Okay, zweiter. Wieder nichts. Wieder nichts. So, jetzt wird es schon eng. Jetzt haben wir noch 2 Versuche und dann sind entweder unsere Daten weg oder wir haben das Glück und kommen raus oder kriegen auch die Telefonnummer des Entwicklers, nichts. So, jetzt würde im echten Leben der Puls schon ziemlich steigen, würde ich sagen. Wir geben dem Ganzen noch einen letzten Versuch und schauen mal, was passiert. Ja, boah, ich habe es tatsächlich Glück gehabt. So, ist tatsächlich, also das passiert nicht jedes Mal, keine Sorge, wir Chaka, Glück gehabt, da geht jetzt wirklich dann auch der Puls nach oben. Ansonsten wäre die fett gelöscht, die File Allocation Table und die Daten wären entsprechend weg. Kleine Anekdote am Rande, wenn man es tatsächlich schafft, diese 3 Fragezeichen zu kriegen, also die Telefonnummer des Virenautors, dann schreibt er von wegen, ich bin doch nicht bescheuert und löscht die Fett-Tabelle eben doch und dann sind die Daten genauso weg. Also wir hatten jetzt tatsächlich das Glück, hier rauszukommen. Ich habe es vorher mehrfach getestet. Ich habe es einmal von 50 hatte ich dieses Glück. Habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. So, wir kommen und springen ins Jahr 1991. Da ist quasi mit F-Prot von Frisk, glaube ich, ist das auch ein skandinavischer Hersteller, die erste wirkliche Heuristik-Engine rausgekommen. Das bedeutet, dass das erste Mal nicht nach Pattern, nach File-Pattern gesucht wurde, um einen Chartcode zu erkennen, sondern es ging darum, Prozesse und Programme so zu überwachen und zu gucken, was machen die denn? Mit wem sprechen die? Greift er auf die Festplatte zu? Und wenn man da mehrere Sachen zusammentat, dann konnte man also feststellen, das sind so typische Dinge, die ein Chartcode tut. Und wenn das alles zusammenkam, dann konnte man also sagen oder ja, vermuten, dass hier möglicherweise etwas nicht in Ordnung ist. Wir gehen weiter. 1992, einer der Viren, die angeblich, ich sage bewusst angeblich, erstmal für riesigen und massiven Datenverlust gesorgt haben. Der Michelangelo-Virus kam auf den Markt und der schlief. Also wenn man dieses Programm gestartet hat, schlief das Ganze erstmal bis zum 6. März. Das ist übrigens der Geburtstag von Michelangelo und deswegen auch der Name. Aber vermutlich war das ein Fehler. Man hat ihn deswegen nach ihm benannt. Vermutlich ging es um einen anderen Virus, nämlich den Freitag der 13. Und der sollte am Freitag, den 13. März starten. Das ist genau eine Woche später. Deswegen vermutet man, weil dieses Programm auch dagegen vorging, das hatte gar nichts mit Michelangelo zu tun. Und übrigens, dieser massive Datenverlust, der in Michelangelo immer wieder angedichtet wird, stimmt gar nicht so. Der hat gerade mal 10.000 bis 20.000 Infektionen hervorgerufen. Da ist wahrscheinlich ähnlich, wie es immer heißt, dass in Spinat viel Eisen drin ist, einfach mal irgendwas in den Nachrichten falsch gelaufen. 1993 kam Doom auf den Markt. Kennt bestimmt auch noch der ein oder andere. Erste 3D-Grafik-Ego-Shooter mit einem Meilenstein in der Grafik ist übrigens ja, ziemlich massiv dafür verantwortlich, dass ich heute nicht Volkswissenschaftler geworden bin oder damals nicht Volkswissenschaftler geworden bin, denn Doom hat maßträglich dazu beigetragen, dass ich mein VWS-Studium abgebrochen habe. Ich hätte es wahrscheinlich eh nicht geschafft und dann halt Informatiker geworden bin. Also nochmal vielen Dank, Doom, und vielen Dank für viele, viele Stunden mit blutigen Augen in der Nacht und wenig, wenig Schlaf. 1995 haben sich die Viren dahingehend entwickelt, dass es nicht mehr ausführbare Programme, also Exe-Dateien, COM-Dateien und Ähnliches sind, sondern mit Concept kam der erste Virus.
für Word-Dokumente auf den Markt. Und ich möchte ganz bewusst dazu sagen, nicht, dass es einer missversteht, es ist der erste Virus, der als Makro in einem Word-Dokument läuft. Nicht Microsoft Word ist der Virus, also nicht, dass das irgendwo falsch verstanden wird. 1996 gab es von Adam Young und Moti Jung das erste Konzept für einen Kryptovirus, also quasi den Vorläufer dessen, was wir heute Ransomware nennen. Es war eigentlich nur ein Proof of Concept, und zwar auf einer IEEE Security und Privacy Konferenz haben die zwei hier quasi dieses Konzept gezeigt und auch programmiert. Ja, witzig ist auch hier wieder, der erste Ransomware, ich habe ja gesagt, der erste Virus, der in der Wildnis gefunden wurde, war auf einem Apple, und der erste Ransomware-Virus lief auch auf einem Apple, es war auf einem Macintosh SE30. Dieses Konzept, also wenn noch irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ich brauche keinen Virenscanner auf Apple-Produkten, bitte guckt einfach in die Historie von Viren rein, quasi jedes neuartige Modell war immer erstmal auf einem Mac zu finden. Ganz spannend, war für mich auch völlig neu. Kleines Fun-Fact noch, 1996 haben die zwei eben, wie gesagt, diesen Kryptovirus, der also das erste Mal mit privaten und öffentlichen Schlüsseln arbeitet, Daten verschlüsselt und quasi als Lösung dann erst den privaten zum Entschlüsseln wieder nachschickt, vorgestellt. Und in dem Paper, das die geschrieben haben, 1996 wohlgemerkt, sagen die zwei vorher, dass irgendwann Betrüger damit mit sogenannten E-Money arbeiten werden und also E-Money verlangt wird, um seine Daten wiederzukommen. Witzig an der Sache, wie gesagt, Bitcoins wurden ja erst 2008 erfunden. Das heißt, die zwei, Adam Young und Moti Jung, haben hier was vorhergesehen, was es eigentlich noch gar nicht gab. 1999 gab es dann den ersten E-Mail-Virus, Happy 99, zeigt, Sie sehen es hier auf dem Screenshot, ein Feuerwerk und blendet also eine frohe neues Jahr-Nachricht ein. Das Ganze hat sich erstmalig mehr oder weniger über Viren über E-Mails verbreitet als Anhang. Das Ganze hat die WinSoc geändert und hat sich quasi an jede zukünftige Mail einfach drangehängt und hat sich so tatsächlich erstmals über E-Mail verbreitet. Ein Jahr später die Sims, auch viel Spielzeit verbracht, heute mittlerweile in der weit fortgeschrittenen Version, ich glaube Sims 4 ist auch schon wieder 5, 6 Jahre alt, ein Meilenstein in der Geschichte der Computerspiele, wo man also verschiedene Menschen steuern konnte. Aber in dem gleichen Jahr gab es die größte Vireninfektionswelle ever. Ever quasi, und zwar mit dem Love Letter Virus oder I Love You, je nachdem, wie er hieß. Ja, ein VBS-Script, also Visual Basic Script. Interessanterweise auf vielen Windows-Systemen war damals die Endung VBS per Default ausgeblendet, sodass man also nur Love Letter oder I Love You las und eben nicht die Endung, was dahinter steckt. Was der gemacht hat, ist, er hat sie quasi selbstständig an alle Adressen im Windows-Adressbuch versendet über Outlook und ist natürlich so weit rumgekommen, weil etwas damals noch relativ neu war. Heute ja, lernt man das auch in jeder Awareness-Schulung. Wir haben dem Absender vertraut. Es kam zwangsläufig, weil er alle in seinem Telefonbuch geschickt hat, von jemand, den ich kenne, mit dem ich irgendwann schon mal kommuniziert haben muss. Und das machte das Ganze immer noch sehr vertrauenswürdig und schickte das Ganze dann los. Love Letter hatte über 10 Millionen Infektionen hervorgerufen, ist irgendwo in den Philippinen hergekommen, aus Manila. Und angeblich, das ist geschätzt, gab es einen Schaden zwischen 5,5 bis 8,7 Milliarden Dollar. Und auch das Removal, also das Entfernen des Ganzen, soll also angeblich bis zu 15 Milliarden Dollar gekostet haben. Die zwei jungen Filipinos, die den programmiert haben, einen davon haben sie geschnappt, den zweiten haben sie identifiziert, der ist aber untergetaucht. Aber ein Journalist hat ihn dann irgendwann gefunden, Onel de Guzman hieß der, im Rahmen einer Buchrecherche. Und der hat also auch mal ausgeplaudert, warum sie Love Letter geschrieben haben. Es ging eigentlich nur darum, das Internet Access Passwort, also für die Einwahl damals, sage ich mal, in ein Internet abzugreifen, da die zwei kein Geld hatten, sich selbst einen Internetzugang zu kaufen. Und wie gesagt, für damalige Verhältnisse eine mit Abstand der größten Infektionswellen, die zwei hatten, nur um sich, ich sage jetzt mal, $3-4 zu sparen, beziehungsweise nicht zu sparen, sondern zu haben, die sie nicht selbst bezahlen konnten.
2001 etwa, das ist ein bisschen schwierig, das Jahr stimmt nicht ganz, weil diese Technik auch schon ein bisschen älter ist und ja die Theorie dazu kam das Sandboxing ein bisschen auf den Markt. Das heißt, die Antivirenhersteller fingen an, Schadsoftware oder vermutliche Schadsoftware oder neue Programme, die sie nicht kannten, erstmal in einer Sandbox zu testen. Was bedeutet das? Im Endeffekt geht es da um eine virtuelle Maschine. Das heißt, ich lasse einen Rechner in einer virtuellen Maschine laufen, koppel den vom Rest meines Netzes ab und schaue, was macht denn dieses neue Programm eigentlich? Also fängt es an, irgendwo versuchen, was nachzuladen, kommuniziert es mit anderen Systemen. Das Sandboxing war natürlich für die Viren erstmal ein Problem, weil wenn sie dann starten und irgendwas verschlüsseln wollen, dann wurden sie erstmal gestoppt und waren gar nicht in der Produktivumgebung. Aber die Virenhersteller sind ja auch nicht blöd, die haben zum Gegenschlag ausgeholt und haben sich gefragt, ja, ich gucke einfach mal nach, ob ich in der virtuellen Maschine bin und wenn ja, dann mache ich einfach mal nichts. Dann kann ich auch nicht auffliegen. Wie macht man das? Wie erkennt man, ob man in einer VM wäre? Naja, ganz einfach an den richtigen Rechner. Zum Beispiel gibt es Mauszeigerbewegungen und Tastaturdrücke. Die sind natürlich erstmal in einer VM, an der keiner sitzt wirklich, wo ich also automatisiert teste, erstmal nicht da. 2003 gab es Pfizer. Pfizer war der erste Virus mit dem wirklichen Ziel, Geld zu verdienen. Der wurde also ganz gezielt entwickelt, um Geld zu verdienen. Und zwar im Versenden von Spams. Mehr sollte er nicht tun. Pfizer war allerdings auch einer der ersten Viren, die versucht haben, hat nicht immer geklappt, aber bei manchen schon, die Antivirensoftware auf dem Rechner lahmzulegen. Aber wie gesagt, das erste Programm, das gezielt versuchte, Geld zu verdienen. Ich weiß ja mit Spam, ob man wirklich so viel verdienen kann, aber es muss ja sein, weil es hört ja irgendwie nicht auf. Ein Jahr später, World of Warcraft, auch schon jeder gehört. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gespielt. Hat aber seit 2009 übrigens einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als, ich muss immer nachlesen, als das erfolgreichste und beliebteste Multiplayer-Online-Rollenspiel, also auch ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. World of Warcraft oder WoW, wie auch immer man es nennen will. Spannend wurde es dann aber mit den Viren. 2004, im gleichen Jahr, also kam Kapier auf den Markt, nenne ich es jetzt mal. Das ist der erste Virus, der auf einem Telefon, auf einem Mobiltelefon lief. Was Kapier gemacht hat, ist, als erster Handyvirus, es lief also nur auf Symbian OS, also auf Nokia-Geräten und da auch dort nicht auf allen. Kabir zeigte beim Booten des Handys einfach das Wort Karibe im Bildschirm an und verbreitete sich dann über das Bluetooth an Bord. Also er guckte einfach, gibt es andere Nokia-Telefone, die Bluetooth angeschaltet haben in der näheren Umgebung? Und wenn ja, dann hatte er sich quasi darüber übertragen. Da musste man damals ja auch noch gar nicht bestätigen, ob man irgendwas annehmen will. Das ging also relativ simpel. Allerdings war Kabir, muss man auch dazu sagen, gar nicht in der freien Wildbahn verfügbar. Dieser Virus ging direkt an mehrere Antiviren-Softwarehersteller. Deswegen geht man davon aus, dass es eher so was wie eine Art Proof of Concept war von sogenannten White-Hat-Hackern, die einfach auf die Gefahr hinweisen wollen. So, jetzt sind wir schon Mitte der 2000, jetzt kommen wir 2010, mindestens mit FinSpy oder FinFisher auch genannt, wollte ich kurz mal sagen, wir haben plötzlich auf Seiten der F-Secure und anderen Antivirensoftwarehersteller plötzlich einen neuen Gegner. Es gibt nicht nur Hacker im klassischen Sinne, sondern der Staat kommt jetzt auch noch dazu. FinFisher oder FinSpy ist ja quasi, ich nenne es jetzt mal den Staatstrojaner, den gab es natürlich auch von anderen, aus anderen Ländern schon, insbesondere, also Magic Lantern ist vielleicht eins, was man vielleicht kennt, vom FBI gebaut. Und ganz wichtig, F-Secure hat am 25. Februar 2012 ganz klar gesagt, nachdem sie angesprochen wurden, ob sie in ihren Produkten auch eine Backdoor für Magic Lantern vom FBI eben lassen würden, damit man also auch die Bösen damit fangen kann und so weiter, haben sie gesagt, nein, das fangen wir nicht an. Wenn es eine Software gibt, die den Rechner schädigt oder den Nutzer, werden wir auch darauf hinweisen, alles, was hier mit einer, also wir werden keine Backdoor auch nicht für Staatsprogramme anbieten. Und das kann man gerne nochmal nachlesen. Also es ist Bitte? nur noch unsere Aussage, gilt nach wie vor uneingeschränkt, gibt es keine Backdoors für irgendwen sozusagen, für irgendeine Regierung, für irgendeinen Geheimdienst. Keine Länder haben Backdoors in unsere Produkte. Also eins vielleicht mal, warum ich das genannt habe, nicht nur, weil wir hier bei F-Secure sind, sondern weil ihr tatsächlich die Ersten wart. Also wenn man Wikipedia und andere Artikel liest, wart ihr die Ersten und Einzigen, die sich
nicht einzigen dann letztlich, aber die ersten, die sich so klar positioniert haben und gesagt haben, wir machen keine Backdoor für irgendwelche Staatstrojaner. Und die Seite lässt sich also auf dem Webarchive nochmal aufrufen. Also es gibt ja so ein Archiv, das Webseiten quasi nochmal aufrufen lässt von damals, wie gesagt, 25. Februar 2012. Jetzt muss ich mir ein bisschen schicken, aber wir sind eh gleich durch. 2010, 2011, Stuxnet oder Stuxnet, für mich die erste Cyberweapon, also eine Waffe mit der, eine Kriegswaffe mehr oder weniger, vermutlich programmiert von den Geheimdiensten aus den USA und Israel gegen sogenannte SCADA-Systeme, also industrielle Steuerungssysteme. Und ja, Stuxnet ist unter anderem dafür verantwortlich, etwa ein Fünftel der Zentrifugen des damaligen iranischen Atomprogramms zerstört zu haben. Also auch ein Staatstrojaner, nenne ich es jetzt mal, ein Staatsvirus, in dem Fall aber auf ja, Industrieanlagen. 2011 kam Minecraft raus, habe ich auch ein paar Mal gespielt, ganz witzig, weil es einfach grafisch wieder ein bisschen nett ist. Wenn es interessiert, Minecraft ist Stand heute das meistverkaufte Computerspiel der Welt mit über 200 Millionen verkauften Lizenzen, aber tatsächlich auch eins, wo man sagen kann, da können auch die jüngeren Spieler spielen, auch wenn es ein bisschen addicted, also süchtig macht, irgendwie so richtig böse ist es nicht, da kann also nicht mal ja, irgendwie einer mit psychologischen Ego-Shooter oder sonst irgendwas ja, Sachen kommen und sagen, schlecht für Kinder. So, Rüdiger, du kannst dich schon mal aufwärmen, wir sind gleich bei dir. 2014, Emotet. Warum? Ja, eigentlich als Banking-Trojaner gestartet, ist Emotet eigentlich bis heute eine der größten Bedrohungen. Also er wird 2019 auch wirklich als größte Bedrohungen noch gesehen, denn Emotet ist tatsächlich ein, ich nenne es jetzt mal eine Virusklasse, die sich wirklich gewandelt hat. Und zwar deshalb, weil sie quasi so einen Loader hat für zusätzliche Payload. Sie versteckt sich gut und ist einfach wirklich noch eine Grundlage. Man kann infizierte Rechner als Botnets mieten. Also da gibt es ganz verschiedenste Dinge. Wer Emotet noch nicht gehört hat, das ist sicherlich etwas, was uns alle betrifft. Warum ist es so gefährlich? Und ich habe ja den Schmetterling genommen, weil eben ein Schmetterling sich ja auch nicht so bildet, sondern er mutiert quasi von der Raupe zum Schmetterling, verändert sich dazu. Und 2017 gab es mal einen riesen Schlagzeil. Oh, wir haben 350.000 neue Schadprogramme am Tag. Dazu muss man sagen, Moment, das sind 350.000, ja, unterschiedliche. Aber die sind größtenteils alle sehr ähnlich. Wir reden hier von Polymorphie. Das heißt, ein Schadprogramm ändert sich unwesentlich, macht quasi das Gleiche, hat aber damit eine völlig andere Signatur. Ein völlig anderes Pattern und deswegen kommt diese extrem hohe Zahl. Das sind also nicht 350.000 Programmierer und Hacker auf der Welt, die jeden Tag ein neues Virusprogramm auf den Markt bringen. Ganz kurz erklärt, eine Signatur macht man Folgendes. Man bildet, in dem Fall ist es hier auf meinem Beispiel ein Passwort, aber ihr könnt genauso gut einen Schadcode nehmen, ein Programm mit einer Hash-Funktion einen Hashwert ab. Und der entscheidende Punkt ist, wenn sich nur eine Kleinigkeit ändert, wirklich nur ein Bit oder ein Byte ändert, besser gesagt. Also ich mache es jetzt hier bei dem Passwortbeispiel. Ich nehme statt dem großen E ein kleines E. Dann seht ihr unten in der Zeile, ändert sich der Hashwert komplett. Das heißt, wenn ein Virus sich auch selbst verändert, damit er eben nicht auffällt, ändert sich auch der Hashwert und dementsprechend müsste bei einer Patternsuche, bei einer reinen natürlich auch dementsprechend bei 350.000, wenn er sich so oft mutiert hat, neue Hashwerte gesucht werden. 2017 sind wir, da hat sich mein Trauma erledigt, endlich. Ich hatte das Glück, bei einer Veranstaltung die Eröffnungsrede halten zu dürfen und die Schlussrede an dem Tag hat Uli Hoeneß gehalten. Und ich habe mir mit der Moderatorin Anna Kraft ist das einen kleinen Gag erlaubt. Und zwar hat sie ihn dann gefragt, ob er denn im Zuschauerraum einen ehemaligen FC Bayern-Spieler erkenne. Er hat natürlich nach Profis gesucht, konnte er nicht wissen, dass ich da gerade mal mit 10 Jahren in der E-Jugend gespielt habe, logischerweise. Und dann hat Uli Hoeneß Folgendes gemacht. Er hat mir endlich mein Trauma genommen, denn er hat endlich, er war damals noch amtierender Präsident, meinen Mitgliederausweis unterschrieben. Ganz witzig, der Willi Hoffmann, der wie gesagt noch lebt, hätte das damals tun sollen. Und dann sagte der Uli Hoeneß nur, wenn ich den Willi das nächste Mal treffe, werde ich ihm schon sagen, es kann echt nicht sein, dass ich heute noch seinen alten Schreibtisch aufräumen muss, weil er irgendwelche Arbeiten nicht erledigt hat. Aber ich war demnach endlich durch, Thema erledigt und alles gut.
2017 kam mit WannaCry einer der erfolgreichsten Kryptoviren auf den Markt. Also Festplatte verschlüsselt bzw. Daten verschlüsselt und nur gegen Bitcoins wieder freigegeben. Größtes Problem tatsächlich für viele, also habe ich auch selber viele Zuschriften bekommen. Die Leute wussten gar nicht oder wissen auch zum Teil gar nicht, wie sie in Bitcoin bezahlen sollten. Das heißt, sie hatten echtes Problem, dass sie im Virus aufgesessen sind, aber auch zahlen, ich sage es mal, wollten in Anführungsstrichen, weil sie ihre Daten haben wollten, aber schlicht und ergreifend gar keine Ahnung haben, wie das geht. Das war tatsächlich so, weil Bitcoin einfach immer noch ja, für manche ein Buch mit sieben Siegeln ist. 2018, CoinVault, jetzt ändern sich die Viren wieder. Also am Anfang haben wir gesehen, sehr, sehr langsam und jetzt geht es wirklich zack auf zack. CoinVault ist einer der ersten dateilosen Viren gewesen, also der nur im Speicher stattfindet. Wie gesagt, früher ging es darum, wir hatten Signaturen, wir konnten Dateien, Excel-Dateien prüfen, wir konnten die in eine Sandbox stellen, konnten gucken, was machen die da. Und jetzt haben wir eigentlich nichts, was da ist, sondern etwas, was sich nur im Speicher versteckt und springt. Obendrein noch polymorph ist, das macht das Ganze tatsächlich schwieriger. Und wenn jetzt einer auch noch vor kurzem, da gehöre ich auch dazu, gesagt hat, gerade gegen so Ransomware-Viren, unabhängig, ob das jetzt mit Datei oder ohne Datei ist, hilfst du dir, indem du einfach ein Backup hast. Naja, mittlerweile ist es so, dass das Backup tatsächlich sinnlos geworden ist, weil die Erpresser einfach dann damit drohen, und das ist für Firmen sicherlich ein Problem, dass sie die ganzen Daten veröffentlichen, wenn du nicht bezahlst. Das heißt, selbst wenn du ein Backup hast und sagst, ich spiele alles wieder zurück, was verschlüsselt ist, und du danach deine kompletten E-Mail-Konversationen und Datenbanken im Netz findest, ist das nicht wirklich hilfreich. Aber auch für das Bezahlen mit Bitcoin gibt es mittlerweile Hilfe. Und das finde ich eine ganz witzige Sache. Viele Viren oder Ransomware-Viren bieten mittlerweile einen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Support an. Das heißt, man kann anrufen oder chatten mit jemand, der einem erklärt und unter Umständen auch mit TeamViewer hilft, das Ransom, also das Lösegeld zu bezahlen, um an deine eigenen Daten wieder zu kommen, weil sie einfach gemerkt haben, manche sind da hilflos, wir müssen denen helfen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche Hotline-Support bei Ransomware. Rüdiger, wie schaut denn das bitte aus? Bei F-Secure habt ihr auch so einen Support, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche dabei ist? Oder braucht ihr das vielleicht gar nicht, weil eure Systeme das alles selber lösen? Klar haben wir den Support auch und aufmerksame F-Secure-Follower wissen auch, dass wir mal eine Studie gemacht haben, die gezeigt hat, wie dieser Support funktioniert von Ransomware und dass die Leute, die das machen, sehr gut aufgestellt sind. Also der Support bei denen funktioniert recht gut. Jetzt hat der Tobi viele Sachen erzählt, was in Vergangenheit war, wie man sich geschützt hat, was es für Bedrohungen gab und ich schaue mir jetzt mal mit euch an, wie ist es denn aktuell und worauf müssen wir uns aktuell einstellen und wie reagieren wir da drauf? Also bei dem ganzen Thema Rapid Detection and Response ist vielleicht für den einen oder anderen erstmal ein bisschen schwer zu verstehen, weil es nicht unbedingt eins zu eins vergleichbar ist mit dem normalen Virenschutz. Wenn wir uns die aktuelle Bedrohungslage mal anschauen hier, dann ist das, was der Tobi erzählt hat, hier unten zu finden in dieser Mass Attacks Teil der Pyramide. Das ist also das, was automatisiert von Angreifern an alle geschickt wird. Also jeder, der im Endeffekt einen Computer oder ein Endgerät nutzt, ist hier möglicherweise ein Opfer von so einer Attacke. Das Problem, was am meisten Geld kostet, findet aber weiter oben statt. Das sind quasi erweiterte und zielgerichtete Attacken. Das heißt, erweitert heißt in dem Sinne, dass sich vielleicht ein Angreifer eine bestimmte Zielgruppe raussucht. Und wenn ich mit Angreifer spreche, dann meine ich damit, Hackergruppen, das sind keine einzelnen Leute. Das ist nicht der Schüler, der 15-Jährige, der sich einen Scherz macht und irgendwas programmiert, sondern es sind organisierte Hackergruppen. Und die suchen sich eine Zielgruppe raus, beispielsweise Firmen oder sagen Krankenhäuser. Also so ein richtiges Vertical nehmen die sich raus und zielen und greifen gezielt diese Unternehmen an. Gegen die kann man sich schützen, wenn man eine gute Endpoint Protection und vielleicht so eine EDR-Lösung hat, aber weil auch die sagen, okay, wir versuchen das jetzt hier bei Firma 1, klopfen an die Tür, die sind geschützt, ist uns wurscht, wir gehen zu Firma 2, Firma 3, Firma 4. Irgendwo kommen wir schon rein. Einer wird schon keine Protection haben. Das heißt, die ziehen dann weiter mit ihren System, mit der Ransomware oder was auch immer. Diese Targeted Attacks, ja.
Ganz kurz, Entschuldigung, da gibt es ein tolles Beispiel, dass das Ganze noch unterstreicht. Es gab zu Anfang von Corona-Zeiten, hat einer nachgefragt bei mehreren Ransomware-Vertreibern, nenne ich es jetzt mal, wie die denn ausschließen, dass jetzt gerade Krankenhäuser lahmgelegt werden, weil das wäre ja gerade in Corona-Zeiten völlig absurd und ob die da zumindest so viel ethischen Anstand hätten. Und die Antworten waren alle klar, ja, natürlich achten wir darauf, wen wir angreifen. Der eine hat sogar gesagt, es wird garantiert nicht passieren, dass wir irgendeine medizinische Einrichtung erwischen und Krankenhäuser insbesondere nicht. Sie gingen aber so weit, dass sie gesagt haben, ja, Impfstoffhersteller, die schon, weil die verdienen ja schließlich damit Geld. Da würden wir also nicht so wegschauen wie bei Krankenhäusern. Ja, und das ist natürlich, das zeigt natürlich, wie viel die Angreifer dann schon über das Netzwerk wissen. Also die infiltrieren das Netzwerk und schauen sich da wochenlang um oder monatelang, um zu schauen, wer ist das, was ist das für ein Unternehmen und wie viel Geld können wir verlangen am Ende. Ein größeres Problem, die Targeted Attacks an der Stelle sind, die haben es wirklich, wie der Name schon sagt, auf ein Ziel abgesehen. Die versuchen alles, um in ein einziges Netzwerk reinzukommen. Gegen die sich zu verteidigen, erfordert schon sehr viel sozusagen Know-how und Tools. Und ganz oben an der Pyramide sind dann, wie gesagt, die Geheimdienste, die natürlich durch Zero-Day-Exploits und, sage ich mal, unlimitiertes Ressourcen und auch unlimitiertes Know-how im Endeffekt relativ schwer oder relativ leicht durch viele Sicherheitslücken und Netzwerke durchmarschieren können. Aber auch hier versuchen wir, möglichst viel zu erkennen. Was ich damit sagen will, ist, der Virenschutz, die klassische Endpoint-Protection ist nach wie vor, sage ich mal, extrem wichtig, um ein PC und Netzwerk zu schützen. Aber man muss gucken, was machen wir denn in Zukunft? Wie kann man sich ja weiterentwickeln? Was macht man denn gegen diese erweiterten Attacken überhaupt? Diese Rapid Detection and Response Lösung, die basiert eben darauf, dass ich sozusagen nach einem Angriff oder während eines Angriffs schauen kann, was ist denn passiert oder einen Angriff, der läuft, erkenne. Also letzte Woche haben wir das Radar gezeigt, unseren Schwachstellenscanner, der setzt sozusagen weiter vorne an und sagt, okay, ich gucke jetzt mal, ob deine Angriffsfläche gering ist und ob dein Netzwerk geschützt ist. Diese EDR-Lösung schaut nach, wenn im Prinzip das Kind schon im Brunnen gefallen ist, um zu sagen, okay, hier ist einer drin, wir müssen reagieren. Also so ein bisschen zwischen die Klasse Endpoint Protection, der Virenscanner sitzt so ein bisschen dazwischen. Also der schaut sozusagen auch auf bekannten Schadcode und guckt, ob jemand auf den Rechner gekommen ist, aber diese EDR-Lösung, die schaut explizit dafür da, immer nur nach, was passiert denn aktuell im Netzwerk, ist da, passiert da was Böses. Und ich habe das schon erwähnt und die Zahl, die wird auch immer wieder sozusagen von Studien unterstrichen. Es dauert 100 Tage, teilweise sogar ein bisschen mehr, bis überhaupt erkannt wird, wir haben hier ein Problem. Hier ist jemand drin. Hier liest jemand unsere E-Mails mit. Hier hat jemand Zugriff auf unseren File-Server. Und in 100 Tagen, da kann ein Angreifer wirklich viel machen. Also da kann er extrem viel sozusagen an der Stelle einfach mal, ja, Informationen über das Unternehmen abziehen. Deswegen muss hier ein Paradigmenwechsel stattfinden. Wir müssen, wenn wir die Netzwerke verteidigen, einfach davon übergehen zu sagen, wir machen jetzt nicht nur diese punktuelle Erkennung von einem Schadcode auf einer Maschine, sondern wir müssen das in die Vogelperspektive heben. Wir müssen gucken, wie funktioniert unser Netzwerk? Wie arbeiten die Applikationen zusammen? Wie kommunizieren die Rechner miteinander? Um dann zu erkennen, gibt es hier Anomalien, die wir gegebenenfalls vorher, wenn wir den reinen Rechner als isolierte Einheit betrachtet haben, nie gesehen hätten. Jetzt kann man sagen, Virenerkennung ist doch einfach, da gibt es einen Schadcode und es gibt einen guten Code. Das ist aber nicht so einfach, weil es gibt einen Graubereich. Also hier die 50 Shades of Grey sozusagen. Wir haben auf der linken Seite die bekannten Files, also oder bekannten Programme, wie zum Beispiel die Calculator Excel in Windows oder WinWord oder Notepad. Da weiß jeder, okay, das kommt von Microsoft, das ist sauber. Auf der anderen Seite haben wir die klassifizierte Malware, Spyware, Ransomware, was auch immer. Aber der Bereich dazwischen ist extrem interessant und wird auch oft nicht betrachtet, weil beispielsweise, wenn ich sehe, die PowerShell, super mächtiges Tool, um Windows zu administrieren, birgt allerdings natürlich auch für einen Angreifer sehr viele Möglichkeiten, sage ich mal, wenn er einen Rechner übernommen hat, auch böse Sachen zu machen im Netzwerk. Und dieser Graubereich wird von den meisten Administratoren aktuell einfach wenig betrachtet bzw. wenig überwacht. Und da kommt eben unser Rapid Detection Response ins Spiel, das erstmal eine Übersicht bietet, was im Netzwerk passiert, erkennt oder Erkennung liefert von, sage ich mal, Anomalien und auch erlaubt, eine Reaktion auf diese Anomalie auszulösen. Ich erkläre kurz das Prinzip, bevor ich mal das Portal zeige. Also hier sieht man jetzt,
dass Sie sozusagen in Ihrem Unternehmensnetzwerk Sensoren installieren, also auf Ihren Endpoints, auf Ihren PCs, auf Ihren Servern wird ein Stück Software installiert, der Metadaten sammelt. Das heißt, dieser Sensor liest mit, was passiert auf der Maschine, welches Programm wird gestartet, welches Skript wird gestartet, welcher Treiber wird geladen. All diese Informationen werden in Form von Metainformationen zu F-Secure geschickt. Also Metainformationen in dem Kontext extrem wichtig, weil wir übertragen keine Dateien aus dem Netzwerk. Also beispielsweise sehen wir, wann hat wer welches Word-Dokument geöffnet, aber wir sehen nicht, was in dem Word-Dokument drinsteht. Also ganz wichtig, wir haben keinen Zugriff auf Ihre Informationen, auf Ihre Daten in dieser Form. Was allerdings passiert bei uns, wenn wir diese Events empfangen, die werden automatisiert erstmal über einen Machine Learning-Prozess analysiert, um zu schauen, sind diese Daten in irgendeiner Form sicherheitsrelevant oder ist das ein ganz normaler Betrieb des PCs, den keiner betrachten muss. Da kommen natürlich sehr viele Events. Also müssen Sie sich vorstellen, jeder Rechner schickt da Tausende oder Hunderttausende an Informationen am Tag zu uns. Das geht nur automatisiert. Wenn wir dann sagen, okay, wir haben hier über das ganze Netzwerk hinweg so eine sogenannte Broad Context Detection, also quasi im Kontext gesehen über das ganze Netzwerk eine Anomalie, dann öffnen wir damit ein Ticket in einem Portal, das entweder Sie selbst oder einen F-Secure Partner, der das als Service anbietet, anschaut und Ihnen dann Unterstützung liefert. Diese Unterstützung kann sein, dass man das analysiert und sagt, okay, wir müssen diesen Rechner jetzt isolieren oder neu installieren oder es muss gar nichts machen, weil harmlos. Das sind alles Möglichkeiten, die hier an der Stelle sein können. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie sich das im echten Leben verhält. Ich habe jetzt hier eine normale Windows Workstation mal und habe hier ein Word-Dokument. Dieses Word-Dokument enthält erstmal keinen Chartcode in der Form, sondern es ist, wie der Tobi gezeigt hat, in den 90ern ein Makro, das in diesem Word-Dokument eingebettet ist. Wenn ich das Word aufmache, passiert Folgendes, relativ harmlos. Word geht erstmal auf, dauert ein bisschen und nebenbei geht auch noch der Calculator auf. Also das Word hat den Calculator gestartet. Was im Endeffekt passiert ist, ist, das Skript, das Makro, was im Hintergrund läuft, verbindet sich zum Internet, lädt dort eine Payload herunter und diese Payload sagt, starte bitte die calc.exe. Das könnte natürlich auch was Böses sein. Es könnte auch eine Hintertür sein, die das Skript jetzt aufmacht im Hintergrund. Und das muss ich jetzt analysieren. Wenn ich das analysieren möchte, kann ich das in Form eines Tickets machen. Das ist also quasi eine Erkennung, die jetzt hier in unserem RDR-Portal auch mit drin ist. Ich sehe jetzt also hier in dem Portal, kennen Sie die F-Secure Dashboard, sozusagen eine kleine Übersicht der Detections, die auch sortiert sind. Sie haben hier ein paar Statistiken nach dem Motto, wie viele Events hat denn hier dieses Netzwerk schon geschickt? Also in diesem Testnetzwerk, hier sind vier Rechner drin. Die haben in den letzten 24 Stunden ja knapp 200.000 Events geschickt. Das können Sie sich vorstellen, dass das niemand von Hand durchschaut. Das ist alles automatisch. Wenn ich jetzt da weiter reinklicke, sehe ich jetzt die Detections aus diesem Netzwerk, beziehungsweise von diesem Client jetzt in der Form. Und wenn ich mir jetzt mal diese hier anschaue, das ist also die Detection, die ich eben ausgelöst habe, dann habe ich hier erstmal genau eine Übersicht, was ist denn passiert? Also was ist denn hier sozusagen auf der Maschine passiert? Jetzt ist vielleicht ein bisschen klein für Sie zu sehen, aber hier haben wir so einen kleinen Tree, wo wir sehen, aha, die Explorer-Exe hat scheinbar WinWord geöffnet. Das war ich, ja, ich habe das doppelt geklickt. Das ist also immer der Explorer, der das WinWord öffnet. Das hat wiederum eine PowerShell geöffnet, das hat eine Command Line geöffnet und das hat den Calculator geöffnet. Wenn ich jetzt genauer wissen will, was passiert ist, dann sehe ich das auch. Kann jetzt hier auf diesen Process Tree gehen und sehe, aha, hier genau, was ist genau passiert. Ich sehe, in welchem User-Kontext ist das gelaufen, welches Dokument wurde geöffnet und was ist danach passiert sozusagen. Also ich sehe dann hier, aha, die PowerShell wurde mit diesen Parametern aufgerufen, mit einem Base64 kodierten String. Das heißt also, hier hat jemand versucht, etwas zu verschleiern letzten Endes. Also warum sollte jemand einen Programmaufruf Base64 kodieren? Das hat meistens einen, sage ich mal, eher negativen Beigeschmack und sehen hier ganz genau und können diesen Event, was passiert ist im Netzwerk, also gut, jetzt in unserem Fall die Calculator-Exe ist vielleicht sicher nicht so spannend, aber wenn Sie jetzt sagen, okay, wir hatten hier einen Security-Vorfall, wir müssen wissen, was ist denn passiert, was sind denn für Daten abhanden gekommen, wie müssen wir reagieren oder ist was abhanden gekommen, dann können Sie hier genau reinschauen, was ist denn genau passiert. Zur Reaktion haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich isoliere jetzt alle Hosts, die betroffen sind von dieser Bedrohung. Das heißt, die werden erstmal vom Netzwerk gekappt
und können keinerlei, sage ich mal, Probleme mehr verursachen in meinem Netzwerk. Ich kann die User informieren, ich kann einen Virenscan anstoßen auf den Maschinen oder ein Forensik-Paket sammeln. Also es ist noch eine Beta-Funktion, die haben sie jetzt im Importal noch nicht, aber das wird jetzt demnächst freigeschaltet. Das sammelt dann sozusagen alle möglichen Informationen auf der Maschine, die sie dann am Ende für eine Forensik verwenden können. Und wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Detection und ich verstehe das alles nicht, was da steht, weil es mir zu kompliziert ist, dann haben Sie immer die Möglichkeit zu sagen, ich klicke hier Elevate to F-Secure, dann übernimmt unser SOC-Service sozusagen und hilft Ihnen, diesen Security-Incident zu lösen und sagt Ihnen dann, was zu tun ist und hilft Ihnen da weiter. Das heißt, Sie werden nie allein gelassen an der Stelle. Wenn Sie ein Problem im Netzwerk haben, haben Sie hiermit die Möglichkeit, sozusagen einen Experten jederzeit um Rat zu fragen und kriegen dann zeitnah die Hilfe. Warum man das Ganze macht, ist ganz klar. Also wir müssen wegkommen von dieser, wir haben jetzt hier eine Erkennung, ist das ein Schadcode oder kein Schadcode, weil eben viele Bedrohungen heutzutage eben nicht mehr mit diesen klassischen Viren, mit diesem klassischen Schadcode stattfinden, weil einfach Bordmittel von Windows verwendet werden. PowerShell zum Beispiel, eine ganz normale Remote-Desktop-Verbindung wird verwendet und die sind von Haus aus erstmal nicht maliziös und eine Endpoint-Protection muss sich dafür nicht zwangsweise interessieren. Deswegen muss man sich sozusagen hier den ganzen Kontext dieser Verbindung und des Ganzen anschauen. Ich habe schon erwähnt, das Ganze basiert darauf, dass wir die Metainformationen auswerten. Das sind natürlich extrem viele. Also wir haben jetzt hier mal eine Beispielstatistik. Also im Monat werden hier von knapp 300 Sensoren im Unternehmen 500 Millionen Ereignisse gesammelt. Das ist natürlich eine Menge Zeug. Das wollen Sie auch nicht bei sich speichern, deswegen geben Sie uns das. Und am Ende kommen dann sozusagen 24 Erkennungen raus, wo man sagen kann, okay, das könnte man sich mal anschauen, aber 7 davon wurden dann bestätigt und waren tatsächliche Bedrohungen durch Angriffe auf das Netzwerk, die man sonst nicht erkannt hätte. Also es wird schon sehr stark eingedampft von dem, was da geschickt wird an der Stelle, aber man muss es auch tun. Und man muss leider sagen, in vielen, vielen Netzwerken, die ich gesehen habe in letzter Zeit, ist man auf diesem Auge einfach blind. Man hat eine starke Endpoint-Protection, okay, ist also gegen das ganze Schadcode-Thema geschützt, aber alles, was darüber hinausgeht, hat man noch so ein bisschen, ja, noch nicht so auf der Uhr, dass man da auch was braucht. Wenn Sie Fragen haben zum EDR, kontaktieren Sie mich, meine Kontaktdaten stehen gleich auf der nächsten Folie. Wenn Sie noch nicht genug haben vom Tobi und von mir, kann ich nochmal darauf hinweisen, es gibt auch einen Podcast, wo wir für Nicht-Nerds, also von Nerds für Nicht-Nerds, sozusagen auf so Security-Themen eingehen. Können Sie sich gerne mal anhören. Ist vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Wenn es noch Fragen gibt, stehen wir jetzt noch zur Verfügung, hier im Webinar oder hier auf der Slide stehen auch unsere E-Mail-Adressen. Sie können uns gerne Ihre Fragen auch im Nachgang zuschicken. Rüdiger, ich möchte einmal noch ganz kurz zu eurem Tool zurückkommen, weil ich glaube, da ist noch was ganz Wichtiges und Entscheidendes. Wenn ihr erkennt, auf diesem Rechner ist jetzt was ungewöhnlich, dann heißt es ja nicht zwingend, dass das ein Schadcode, ein Programm gewesen sein muss. Ich mache mal jetzt mal ein Beispiel, ich mache es immer ein bisschen plakativ. Ich habe einen Rechner in der Buchhaltung, an dem werden in der Regel wird irgendwie ein Datev-Modul gestartet und ein bisschen Word und Excel gemacht und plötzlich läuft da eine PowerShell. Dann kann das ja auch ein Mensch sein, der da sitzt und irgendwas Böses macht. Das muss ja gar kein Schadcode sein, aber auch das würdet ihr ja dann erkennen. Das heißt, ihr könntet damit auch sagen, heppala, da war jemand anders an dem Rechner und hat was gemacht, ohne dass es wirklich sich um Software handelt. Ne? Ganz genau. Also wie findet denn so eine Attacke statt? Also wenn jetzt der Angreifer, sage ich mal, Zugriff auf den Rechner hat, sei es jetzt physikalisch, weil er an der Tastatur sitzt oder über Remote-Zugang, dann wird er immer hingehen und sagen, okay, dieser Rechner von der Buchhaltung ist jetzt nicht mein Endziel, sondern ich möchte hier möglichst breit im Netzwerk aufgestellt sein. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wo bin ich, wer bin ich und was gibt's drumherum. Das heißt, dann würde er Befehle ausführen wie IP-Config oder Who am I oder NetUse oder sowas. Das sind klassische administrative Befehle, die erstmal vielleicht ganz normal sind im Betrieb für einen Administrator. Wenn das aber jetzt auch vom Buchhalter kommt, der so Befehle normalerweise in seinem täglichen Job, sage ich mal, nicht braucht, ist das durchaus ein nennenswerter Event, den man sich in dem Portal zumindest mal anschauen sollte und sagen, okay, warum genau hat jetzt der Buchhalter über eine DOS-Box gefragt, wie sein Username ist? Weil den sollte er eigentlich kennen. Der Angreifer wiederum braucht diese Information. Das heißt, solche, jetzt sage ich mal,
Menschlich geführten Attacken erkennt man mit so einem Tool natürlich auch. So, und jetzt, pass auf, jetzt kriegst du von mir quasi eine Elfmeter-Vorlage. Du hast gerade gezeigt, es gibt einen Punkt mit diesem Escalate, der ist noch quasi in der Beta-Phase, der ist noch nicht freigeschaltet, kommt aber gleich. Nein, Elevate ist schon, Eins das mal, immer, es ist Entschuldigung. ein Ja. Forensic-Paket, ist noch in der Beta-Phase, ja. Ja, sorry, genau. Okay, aber es gibt, also ihr entwickelt euch logischerweise immer weiter. Ein kleiner Tipp, wenn ich jetzt an dem Buchhalterrechner, weil der gerade in der Mittagspause ist und seinen Rechner nicht gelockt hat, mich hinsetze, würdest du ja gar nicht wissen, dass ich der Angreifer bin, oder? Du weißt nur, da ist einer, der was tippt. Ja, in dem Moment weiß man natürlich nicht, wer der Angreifer ist. Da ist jetzt die Frage, interessiert es mich, wer der Angreifer ist, oder möchte ich ihn erstmal nur erkennen? Ja, also da gibt Naja, es, ja, da ich gibt glaube, das kann schon wichtig sein, herauszufinden, wer der Angreifer ist. Kleiner Tipp, vielleicht als zukünftiges Versionsmodell, es gab vor bestimmt 15 Jahren, ist es her, ich habe die Kontakte aber tatsächlich noch hier, von der Uni Regensburg einen Versuch, den haben sie mittlerweile eingestellt, leider, aber es hat funktioniert. Die haben anhand des Tippmusters, also wie schnell du tippst und wie schnell du ER drückst mit den zwei Fingern oder sonst irgendwas und ob du die linke oder rechte Shift-Taste nimmst, haben die Profile erstellt und wussten genau, wer sitzt an einer Tastatur. Hochspannend. Auch das finde ich eine Idee, die man durchaus bei so einem EDR als Sensor implementieren könnte. keine schlechte Idee. Wobei man sagen muss, die meisten Angreifer kommen natürlich von außen. Ja, also das ist dieses klassische, ja, Innentäter und so weiter. Okay, aber ich glaube, die meisten Attacken, die hier stattfinden in der Form, kommen tatsächlich von außen. Und da ist natürlich schon interessant zu sehen, wann die Attacken laufen. Also da kann man Rückschlüsse ziehen, in welchen Zeitzonen arbeitet der Angreifer beispielsweise. Ja. Solche Sachen kann man auslesen. Jetzt wollte ich einmal in eurem internen Vorschlagstool mitmachen und prompt ist es nichts geworden. Egal. Ich nehme es auf, Tobi. Ich nehme es auf. Ich gebe das gerne weiter. Gut, alles klar. Ja, mach das. So, Schauen wir mal, ob es ja, Fragen gibt es gibt. Fragen? Ja, Matthias Jentchen schreibt, das würde eine Mitarbeiterüberwachung darstellen und geht garantiert nicht durch den Betriebsrat. Ja, natürlich muss man den Betriebsrat einbinden. Also ich denke jetzt an dieses Tastaturerfassen. Aber auch bei EDR, glaube ich, alles, was man mitloggt und wo man theoretisch Profile braucht, ist die Mitsprache eines Betriebsrats immer wichtig. Ganz klar. Und Ist das gehört da auch, glaube ich, dazu. absolut keine Frage, wobei man dazu sagen muss, die Informationen, die wir sammeln, geben wir auch nicht in Gänze weiter. Also wir geben weiter an den Administrator, was Security-relevant ist, was er braucht, um einen Security-Incident zu lösen. Wir werden nicht erlauben, dass er sagt, ah, sag mir doch mal, der Schrödel, ich würde gerne mal wissen, was der so am Tag macht, wo surft denn der so lang, was öffnet der, wann öffnet er seine Tools und so. Die Information gibt es bei uns nicht. Nur einem Security-relevanten Incident gibt es die Informationen. Aber du musst trotzdem sicherlich gerade für sowas, wenn du es installierst, sinnvollerweise hast du den Betriebsrat mit an Bord, Natürlich. damit klar ist, was geht, was nicht geht und was gemacht wird und was nicht geht, einfach um zukünftig Ärger zu vermeiden. Ganz klar. Natürlich, natürlich. Gibt es weitere Oh, die Fragen? haben auch überzogen heute, ne? Ein bisschen überzogen, ja. Jo. Ziehen wir nächste Woche an. Okay, ich sehe keine Fragen mehr. Dann würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch Fragen im Nachgang sein sollten, die Kontaktdaten haben Sie hier. Würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen auch nächste Woche Dienstag nochmal begrüßen dürfen zu unserem dritten Teil. Und Genau, wünsche. nicht Montag, nächste Woche ist es Dienstag, ganz wichtig. Ganz genau. Dann wünsche ich noch eine schöne Arbeitswoche und sage danke, Tobi. Danke, Rüdiger. Servus, tschüss zusammen. Ciao.